weil ich an Batterien und Akkus brauche, gucke. So, letzte Runde mit Cookie, bevor ich losfahre mit ihr in die Uckermark. Eigentlich wollte ich auch schon früher los, aber naja, wie das so ist. Muss erst Daten kopieren und Festplatten zusammenpacken und sowieso den ganzen Technik-Scheiß zusammenpacken und oh. Tag, heute ist Montag, der 4.3.2016 und es ist Montag und ich habe frei und ich fahre in die Uckermark. Nur kurz Fenster zu, ja. Oh Gott, ganz verwirrt. Kurz gucken, ob ich Eis habe. Ja, glaube ich schon. Gut. Kaffee noch. Müll noch und dann geht los. Machen wir mal zu. Ja, ich fahre jetzt in die Uckermark. Cookie ist schon im Auto. Die vergesse ich also nicht. Und der Schlüssel kann auch da liegen bleiben, weil ich habe ja Autoschlüssel bei. Kurze Pause, kurz vor Prenzlau. Eigentlich nicht mehr weit, 40 Kilometer bis zu meinen Eltern, aber Cookie wurde ein bisschen unruhig, deswegen habe ich gesagt, halten wir lieber mal an. Kann sich die Beisen vertreten. Und Pipi machen, fein. Na komm. Nein. Hier bleiben. Ne, komm, ich bin hier durch. Immer nur gucken. Oh, das fühlt sich nur kalt an. 18 Grad. So, jetzt fahre ich erstmal nach Templin. Alter, ich glaube, es wird Sommer. Es ist richtig warm. Ich bin in Templin, stehe auf dem Parkplatz, muss mal ein ganzes Stück laufen jetzt, bin also nicht so dicht dran, aber immerhin muss ich auf dem Parkplatz nichts zahlen und kann so lange stehen bleiben, wie ich will, also muss auch keine Parkscheibe einlegen. Ich bin
bin jetzt hier in Templin im Heimatladen. Und in dem Heimatladen sollte man auf alle Fälle reinschauen, wenn man in der Uckermark ist. Weil die Leute können euch richtig Tipps geben, was ihr aus der Uckermark hier mitnehmen könnt und vor allen Dingen, was ihr euch noch anschauen könnt. Johannes. Hallo. Und die Stefanie. Hallo. Und der Johannes kann vielleicht noch ein paar Worte sagen zum Heimatladen. Also wir, der Heimatladen besteht seit circa 3 Jahren. Genau, und ja, wir haben schöne Dinge aus der Region, angefangen von alkoholischen Getränken wie dem preußischen Whisky, der langsam ein Klassiker aus der Region ist, über tolle Apfelweine aus Graz, tolle Aufstriche aus Friedenfelde, Fleisch und Wurst aus Angermünde, Schokoladen aus Templin und Hammelspring, Senf aus Klosterfelde, genau. Schöne Keramik aus Turmsdorf und genau ganz viele Bücher aus der Region. Über die Region, über Produkte aus der Region, wie zum Beispiel Apfel. Genau. Ja, super. Wenn ihr in Uckermark seid, auf alle Fälle hier vorbeischauen, euch Tipps holen, euch Souvenirs holen und ganz viele Produkte aus der Uckermark holen. Gut. Dankeschön. Zum Fotostudio Grinsekatz geht's jetzt. Hier nochmal Altstadtpassage, Templin in Heimatland. Auf alle Fälle reingehen. Echt sehr cooler Laden, sehr coole Leute. Die geben euch coole Tipps. Und jetzt zur Grinsekatz. So, Frau Grinsekatz ist auch im Hinterhof. Auch sehr schick hier. Jetzt gibt's Kaffee. Hallo. Wir starten und dann nehme ich hier Video auf. Wie machst du? Machst du bei. Er macht einen Blog. Wie spät ist denn das eigentlich? Na klar. Das ist 19:55. Ich sollte beim Sport sein. 19:55. Ich wollte eigentlich. Ich bin 4 Videos im Rückstand. 55. Ich bin 4 Videos im Rückstand und wollte heute jetzt eigentlich schon mindestens 2 fertig haben. Wir können noch nicht mal anfangen. Nicht mal anfangen. Und wer ist schuld? Frau Grinsekatz. Frau Grinsekatz ist immer schuld. Das hast du jetzt gesagt, aber das sagen sie über mich auch immer. Ja, nun haben wir uns sehr verquatscht hier, das war sehr angenehm und sehr schön. So soll es sein. Ich muss jetzt hier drehen, ich habe nämlich hier kein Autofokus. Das nächste Mal singen wir. Meinst du? Ist das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen? Ist das eine Drohne oder ein Verrechnen? Das können die Zuschauer entscheiden, ob das jetzt eine Drohung oder ein Versprechen ist. Nein, es war wirklich sehr angenehm und es tut mir nicht leid, dass ich meine ganze Zeit hier verquatscht habe. Hättest du auch noch einen Kaffee mehr kriegen können? Ich weiß aber. Nein, später. Gut. Tschüss. Und er hat Rhabarberbonbons. Leckere. Aus dem Heimatland. tschüss, Frau Grinsekatz. Tschüss, Frau Kamera. Das ist das Rathaus gewesen. So, jetzt habe ich mich wirklich sehr lange verquatscht mit Frau Fotostudio Grinsekatz. Aber war sehr angenehm und wie sagt man, lehrreich, erhellend. Für beide Seiten, glaube ich. Ja, muss halt sein. Ich fahre jetzt nach Hause zu meinen Eltern, da kriege ich hoffentlich noch leckeres, warmes Essen. Und dann ist es auch vorbei. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Und tschüss. Schneller. Cookie, komm. Los. Wisst ihr, was der Vorteil ist, wenn du Mutti bist? Wenn du da abends nach Hause kommst, erwartet dich was Warmes zu essen. Und das ist dann auch noch lecker, so wie der Auflauf hier. Noch besser, jetzt kann ich noch Erdbeeren essen. Tschüss.